Auf der Suche nach Yennefer, seiner einstigen Freundin und Geliebten, gelangte Geralt ins Dorf Weißgarten. Die Zauberin schien nur ein paar Schritte entfernt, doch sie blieb ungreifbar. Weiter so, Plätze. Die Könige mögen zwar kämpfen, aber die Bauern sterben. Hallo, hallo. Willkommen bei Witcher. Geralt grüßt. Dingsbiberich. Willkommen am Arsch der Welt. Lauf, Plätze! Kaust du die oder schluckst du die ganz runter? Das Medaillon vibriert. Das muss ein Druck der Macht sein.
Sicher. Mach langsam. Lauf, Plätze. Mach langsam. Komm schon. Langsam. Los, lauf! Langsam. Trink was. Double chase. Beruhige dich, Nordling. Schon wieder so ein Scheiß. Lass mich in Ruhe. Das sind meine Ohren. Plötzchen. Wir gehen lauf, spazieren. Plätze. Bis die sich beruhigt haben. Nicht so schnell, Plätze. Ah, Brot. Brot. Ach, probieren wir es mal. Wieso muss der so
rein. Lauf, Blitze! Langsam. Komm schon, Blitze! Langsam, langsam. Komm schon, Plätze. Immer noch böse. Langsamer. Finster und übel riechend. Komm jetzt. Schon von der Freeheck-Brigade gehört? Deinesgleichen hat dort gedient. Anderlinge. Aha. Hallo. Was muss ich jetzt hier machen? Wieso nur mit jemand rede? Kein Zutritt ohne ausdrückliche Erlaubnis des Garnisonskommandanten. Sehe ich wie ein Anwohner aus? Du siehst nach Problemen aus. Ganz falsch. Ich löse Probleme. Ich bin ein Hexer. Ein Hexer? Hauptmann Peter Sarg Winlewe ist im Turm. Hinterm Tor rechts abbiegen. Dankeschön. Na, ihr Schwarzen seid ja gar nicht so schlimm. Ihr könnt sogar nett sein, wenn ihr wollt. Gewöhn dich nicht dran, Nordling. Zum Turm! Zu Befehl! Was gibt's hier noch? Auch wieder Klauen. Steht ja nicht stehlen. Das ist zu viel! Ein Medete Stuart, der ist ein Novigrad. Ich hab's nicht genommen. Ihr Dödels. Das ist auch Klaue. Gloire in Arcane. Hier. Ich weiß, dass in euren Speichern nicht mehr viel übrig ist. Okay, Handwerker. Ich muss da aufhören. Wie viel Korn gibt euer Dorf? Ach, der. Was immer die Exzellenz wünscht. Sieh meine Hände an. Guck hin. Siehst du die Schwielen? Das sind nicht die Hände einer Exzellenz, sondern die eines Bauern. Also reden wir von Bauer zu Bauer. Wie viel könnt ihr geben? 40 Scheffel,
Es wäre mehr, Herr. Aber die unseren, ich meine, die Temeria haben uns ausgenommen und... Ihr gebt 30 und das reicht. Einigen wir uns darauf. Und ich will den Transport bald sehen. Danke, Herr. Danke vielmals. Ich habe nur den Dorfältesten und den Schmied Willis bestellt. Und der ist angeblich ein Zwerg. Der bist du nicht. Dafür bist du zu groß. Ein Zwerg. Willst du von ihm auch etwas beschlagnahmen? Wenn nötig, ja, natürlich. Es herrscht Krieg, falls dir das entgangen ist. Wer bist du? Rede. Geralt von Riva, Hexer. Ah, Vatgern. Deswegen habe ich deine Schritte nicht gehört. Und was suchst du? Yennefer von Wengerberg. Wohin wollte sie? Das ist Militärgeheimnis. Du hast mich noch nicht rausgeworfen. Du hast die Wache nicht gerufen. Also sag es. Was ist dein Angebot? Wir haben einen Greifen in der Gegend. Erschlag ihn. Dann werde ich sehen, was ich tun kann. Abgemacht. Ein paar Fragen vorweg. Weißt du, wo der Greif sein Lager hat? Zuerst hielt er sich beim Fuchswald auf. Ich habe eine Patrouille hingeschickt. 5 junge Männer. 2 Tage später hat sie einen Jäger gefunden. Ich habe sie nur an unserer Rüstung erkannt. Seitdem ist der Greif dreist geworden. Greift in Dörfern an, auf Feldern, auf der Hauptstraße. Das heißt, er hat sein Lager verlassen. Ich muss ihm eine Falle stellen. Du klingst, als wäre das nicht einfach. Was brauchst du? Das Kraut. Ich glaube, ich brauche das Kraut. Ich brauche einen Köder. Ein bestimmtes Kraut. Kreuzdorn. Kreuzdorn? Das kenne ich nicht. Aber ich kann die Gemeinsprache noch nicht gut. Aber die Grundlagen hast du bestimmt drauf. Hände hoch. Tötet sie. Nein, ich habe mit Sprichwörtern angefangen. Spiel nicht mit dem Feuer zum Beispiel. Geh zu Tumira, der Kräuterfrau. Sie wohnt bei der Kreuzung. Sie wird dir weiterhelfen. Okay. Ich brauche mehr Informationen über den Greif. Welches Geschlecht er hat, warum er sein Lager verlassen hat. Willst du mit Zeugen reden? Die würden mir nicht sagen, was ich nicht schon weiß. Ich muss hin, wo deine Männer gestorben sind und mich umsehen. Wie heißt der Jäger, der sie gefunden hat? Mislav. Er hat eine Hütte südlich des Dorfs. Direkt am Wald, sehr hilfsbereit. Aber auch ein bisschen seltsam. Tomira und Mislav. Danke. Es so und jagten. Sege in Abian. Alles klar. Schnauze. Aus dem Weg. Dankeschön. Hey, hilf einem anderen Reisenden. Ah, ist jetzt wieder.
paar, letzte. Wo ist er? Wer hat gerufen? Los, los! Los, lauf! War doch eine Falle. Weiter so, Plätze. Immer diese Ablenkung. Hola, Meister Hexer. Ach, da bist du. Los, lauf! Was ist passiert? Monster! Monster aus dem Sumpf! Man hat mir gesagt, dass die Straße voller Gefahren ist, aber ich wollte nicht hören. Das habe ich nun davon. Weniger Gejammer, mehr Informationen. Was ist passiert und wie kann ich helfen? Aber ich arbeite nicht umsonst. Hexerkodex und so. Also, ich war unterwegs zu den Schwarzen, um zu handeln. Plötzlich ging mein Pferd durch und galoppierte vom Weg ab. Wir haben einen Baumstumpf getroffen, ich flog runter und Pferd und Wagen rasten weiter. Dann hörte ich Geblubber, Gewirr, Geschlürfe. Etwas kam aus dem Morast und verschlang den Gaul mit Huf und Haar. Meine Waren sind bestimmt noch im Wagen, aber ich fürchte mich zu sehr, um nachzusehen. Könntest du vielleicht? Mir ist vor allem eine kleine Schachtel wichtig. Bring sie mir, ich flehe dich an. Gut, ich gehe. Wenn ich diese Schachtel habe, gebe ich dir Bescheid. Autsch. Ich brenne. I'm on fire. Mach langsam. Langsam. Los, los! Was ist jetzt wieder? Ach so. Ui, ja, das ist ja... Störig. Kräuterhex. Gib mir den Zweizahn. Das ist die... Rote Blüte. Nanu, da kennt sich einer mit Kräutern aus. Das wäre wohl übertrieben.
Aber ein bisschen weiß ich. Zum Beispiel, dass Zweizahn giftig ist. In hohen Dosen. Niedrige sind schmerzstillend und bereiten schöne Träume. Und das ist alles, was ich für sie tun kann. Ich suche Kreuzdorn. Weißt du, ob in dieser Gegend welcher wächst? Mhm. Am Grund des Flusses, wo er am breitesten ist. Aber du weißt, sobald er nicht mehr im Wasser ist... Stinkt er schlimmer als ein 7 Tage alter Kadaver? Das will ich doch hoffen. Ich jage den Greif. Der Kreuzdorn ist der Köder. Es ist seltsam. Vor ein paar Jahren hatten wir Ärger mit Ertrunkenen unter der Brücke. Das ganze Dorf musste zusammenwerfen, um einen Hexer anzuheuern. Wer kann sich denn jetzt die Belohnung auf den Greifenkopf leisten? Hauptmann Peter Saar so und so. Wie schön, dass den Schwarzen an unserem Wohlergehen liegt. Kaiser M. hier dürftet ihr egal sein, aber diesem Hauptmann nicht. Der kommt mir anständig vor. Es gibt keine anständigen Männer in der Armee, nur Befehle. Du bist nicht von hier, oder? In dir steckt so viel Bitterkeit, zu viel für eine Frau, die ihr Leben in einer Hütte mitten im Nirgendwo verbracht hat. Stimmt. Und du hast es eilig. Sonst bräuchtest du keinen Köder, sondern würdest einfach warten, bis der Greif wieder zuschlägt. Ich glaube, wir könnten ein interessantes Gespräch führen. Nächstes Mal vielleicht. Dankeschön. Gute Fahrt. Machst du weiter?